Hallo zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge von Let's Play Hearthstone, was eigentlich gar kein Let's Play ist. Also der Skira, der hat sich gewünscht, dass ich mal mein Priesterdeck zeige, beziehungsweise mit dem Priesterdeck mal spiele, und der Wunsch sei mir Befehl. Ich habe jetzt gerade schon eine Runde gestartet. Tatsächlich, und habe gegen Rexa gespielt oder wollte gegen Rexa spielen. Allerdings hat es unglaublich angefangen zu ruckeln, und dann habe ich die Aufnahme wieder beendet und habe dann auch aufgegeben und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich das am PC gestartet statt am Laptop, und jetzt habe ich hier durchgehend 60 FPS. Das ist immer schön, wenn man die hier gleich zu Anfang bekommt. Das ist ganz toll, und ich glaube, das ist ein richtig krasser Gegner, den wir hier gerade haben, denn diese goldene Umrandung hier und alles, das bekommt man doch, wenn man die 500 Spiele geschafft hat, oder? Also wenn man 500 Mal mit der Klasse gewonnen hat. Das ist kacke. So, ich muss immer ein bisschen gucken. Soll ich die gleich zum Schweigen bringen? Ich kenne mich jetzt mit Priestern noch nicht so gut aus, ne? Also ich habe jetzt letztens eine Aufgabe gehabt, da hieß es, ich soll 5 Spiele gewinnen. Habe ich auch gewonnen, beziehungsweise eigentlich nur 4, weil bei dem einen hat der Gegner sofort aufgegeben, so wie ich gerade. Und die anderen habe ich aber gewonnen. Fand das Deck auch sehr, sehr geil, welches mir mein Mann hier gebaut hat. Und ich habe auch auf Skiras Empfehlung hin eine Eule gegen diese Massenbannung ausgetauscht. So, und das war jetzt gerade schon wieder dumm, dass ich die Eule hingesetzt habe, weil mir eigentlich klar war, dass die in der Runde sofort kaputt geht, weil die halt nur ein Leben hat, und das war doof. Das war schon mal dumm, mit der anzufangen. Habe ich schon mal den ersten Fehler gemacht? So, und dann mal gucken, wie es hier weitergeht. Aber ich glaube, das ist echt jemand, der verdammt fette Karten haben wird. Ja, da fängt es schon an mit so einem Kack. Könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, ne? Und jetzt habe ich hier natürlich auch irgendwie nur mega hohe Karten, die absolut nichts bringen. Da brauche ich ja auch gar nicht lange fackeln, dann kann ich mich die ganze Zeit nur heilen. Ich mag das auch nicht, das habe ich ja schon in der anderen Folge gesagt, als wir den Jäger gespielt haben. Ich mag das nicht, als Erster anzufangen. Ich habe immer viel lieber die Münze, weil die hätte man jetzt schon einsetzen können. Dann hätten wir jetzt hier schon mal irgendwie den hier zum Beispiel hinlegen können. Aber das ist auch irgendwie alles Käse. So, das mache ich jetzt aber auch, dass ich den hier hinlege. Ich weiß nicht, wie gut der tatsächlich ist in einem Priesterdeck. Den habe ich bei der Magierin auch drinne, weil man dann halt mit der Magierin Schaden an dem machen kann, was natürlich sehr praktisch ist. Beim Priester, ja, wobei man den natürlich richtig krass buffen kann, ne? Wenn man hier verdoppeltes Leben, 14 hat er dann. Und dann gibt es doch die Karte, dass man den Angriff auf den Wert des Lebens setzt. Dann hast du natürlich 14 Angriff ist natürlich harter Tobak. So, können wir hier irgendwas wegklopfen? Nö, eigentlich nicht, ne? Wir können nichts weghauen. Sollen wir mal hier mal gucken, was die da hat? Okay, das ist eine krasse Karte. Ich möchte sein Leben jetzt noch nicht verdoppeln. Ich setze nochmal den Kollegen. Greife ich den hier an? Ich mach's mal. So. Jetzt können wir den ja in der nächsten Runde theoretisch heilen. Das ist irgendwie... Ja. Das ist schön. Wieso ist der jetzt kaputt? Ach so, weil die hat plus Zauberschaden, ne? Das ist dieser... Genau, azurblaue Drache, den habe ich mittlerweile auch in meinem Magierdeck mit drinne. Ach, ist das Scheibenkleister, ey. Das mal richtig mies hier, ne? So richtig, richtig mies. Ja, kommt der auch noch immer rein da drauf auf den Priester. Die Gschei, die kann das schon ab. Ja, das genau das habe ich gemeint mit... Sollen wir jetzt mal hier diesen Kollegen? Dann haben wir zwei schon mal weg, wobei jetzt natürlich... Was hat denn der jetzt für ein Geheimnis gehabt, dass dann ein Dingsbums hier ausgelöst wird? So, jetzt können wir doch das da wegmachen. Oh nein. Ach Gott, was hat der jetzt? Er hält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird.
wenn ein Charakter geheilt wird. Also auch wenn ich meinen jetzt heile oder was. Wenn ich mich jetzt heile, dann? Oh, was sind das für eine Arschlochkarte, ey. Entschuldigung. Aber was sind das für eine... Was sind das für ein mieses Deck? Warum auch immer der das jetzt so gemacht hat. Ach so, weil er jetzt mit dem Feuerball den kaputt machen kann, ne? Ja. Siehst du, ich hätte jetzt wieder mit dem angegriffen. Aber da habe ich wieder nicht weit genug gedacht. Ja, komm, der auch noch. So, was war das jetzt hier? Ruft ein Kriegskodo. Ja, sollen wir den gleich einfach mal hinpflanzen? So, Inspiration. Das bedeutet, ich muss meine Heldenfähigkeit einsetzen, damit das geschieht. Ja, komm. Zack. So. Die Karte ist schön. Wobei wir natürlich auch irgendwie Daumen dieses dumme Viech wegmachen müssen. Aha. Haha. Okay, das heißt, in der nächsten Runde könnten wir den... Den hätten wir jetzt schon platt machen können, ne? Weil der hatte ja vorher 5 Angriff. Oh, der ist aber auch mies. Was macht der? Erhaltet jedes Mal einen Feuerballzauber auf eure Hand, wenn ihr einen Zauber wirkt. Ist klar, Herr Kommissar. Oh Mann, ey. Die hat echt richtig miese Karten. So, ich frage mich jetzt halt, was schlimmer ist, ne? Ist der hier schlimmer als der andere? Ja, was willst du denn jetzt machen hier großartig irgendwie? Tja. Mal ein paar Karten ziehen. Jawohl. Gucken wir nochmal hier. Zack, was die nochmal da am Start hat. Aber das wird auch alles hier irgendwie nichts bringen, ne? Sollte mich vielleicht mal wieder ein bisschen heilen. Aber... Ja. Ach, der ruft jedes Mal so ein Viech. Klar. Inspiration. Logisch. Das ist ja dann jedes Mal so. Das ist ja nicht ein Kampfschrei oder sowas. Ah, ja. Jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns mit dem Feuerball. Ja... Dem sage ich jetzt nicht, dass er gut gespielt hat, weil der hatte einfach nur 3 Millionen Karten. Ich war übrigens schon Rang 19 und hatte 3 Sterne gehabt. Glaubst du das? So, wollen wir noch eine Runde machen? Komm, wir machen noch eine Runde. In der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen besser läuft. Ach Mann, das ist echt gemein. Also Priester... Ach, wisst ihr, Priester sind so... Ich mag Priester ja eigentlich selber gerne spielen. Ich habe die halt unglaublich... Gerne, wenn ich sie selber spiele. Ich hasse sie aber als Gegner zu haben und ich finde sie wahnsinnig schwer selber zu spielen. Weil du hast irgendwie so viele Möglichkeiten, dass ich halt voll oft nicht weiß, was mache ich jetzt. Ach, das ist auch schon wieder mies hier, ne? Diese Karten hier so direkt als Anfang zu haben. Ich mag diese Karten gerne, aber nicht direkt am Anfang. Das ist schon mal, damit kann man doch schon mal schön was anfangen. Ne? Schön die Münze bekommen. Das taugt. So. Ich mache jetzt auch noch nicht diese Gedankenkarte hier, weil ich mir immer denke, am Anfang hat man ja wahrscheinlich nicht so tolle Karten, beziehungsweise man tauscht ja ein bisschen aus, ne? Und deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man die nicht direkt am Anfang eigentlich einsetzt. So, jetzt machen wir den hier und setzen gleich den Kollegen hier hin. So, weil der ist nämlich eigentlich eine ganz schöne Anfangskarte. Ja, der ruft dann auch noch ein Viech herbei. Wenn er gestorben ist. Und dann gucken wir gleich mal. So, zieht jedes Mal eine Karte. Was macht er jetzt mit dem? Boah, das ist mal geschickt eingefädelt. Dann machen wir das so. Wir machen den kaputt. Ach nee, dann geht unserer ja auch kaputt. Das ist ja doof. Komm, wir verdoppeln das Leben. So, dann machen wir den kaputt. Und dann holen wir uns noch eine Karte. So, was haben wir hier? Enthält? Erhält jedes Mal +1 Angriff, wenn ein Diener Schaden erleidet. Ja, dann mal gucken, dann können wir vielleicht in der nächsten Runde die Klerikerin setzen, dann den Golem heilen, wenn er dann noch leben sollte, dann kriegen wir wieder eine Karte dazu. Wobei ich ja letztens das Problem hatte tatsächlich, dass ich hatte beide Klerikerinnen da liegen und hatte dann irgendwie diese heilige Nova eingesetzt. Jetzt macht er den kaputt, ne? Und
dann habe ich so viele Karten gezogen, weil ich hatte dann irgendwie danach in der Runde nochmal diese heilige Nova. Und dann habe ich so viele Karten gezogen und Karten gezogen, dass ich irgendwie am Ende tatsächlich kaum noch welche übrig hatte. Und dann halt, oder beziehungsweise dann ganz am Ende tatsächlich keine mehr übrig hatte und dann halt immer einen Schaden bekommen habe. Aber das geht ja mit dem Priester noch. Kannst dich ja noch ein bisschen heilen. So. Was machst du damit jetzt? Mhm. Und jetzt machst du den mit dir selber kaputt quasi, ne? Mhm. 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 Schade, dass der nicht noch ein mehr... Ich guck mal, aber den habe ich auch. Den habe ich auch, den du hast. Komisch, ne? Wo kommt der nur her? So, was war das nochmal? Achso, wenn ein Diener Schaden erleidet. Das heißt... seht ihr, jetzt bin ich schon wieder überfordert. zwei Leben bringt uns ja jetzt nicht viel, ne? Aber der zieht dann immerhin eine Karte. Soll ich jetzt noch meine Klerikerin hinsetzen? Nein, warum? Soll ich den Typen angreifen? Nein, warum? Ich greife den an, oder? Ist das logisch? Ich weiß es nicht. Aber wir könnten dem natürlich zwei Leben verpassen. Ist das logisch? Da ist sie, die heilige Nova. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Wie gesagt, der Priester ist für mich immer noch so ein bisschen schwer. Ach, schon hat er den nochmal, ey. Das ist natürlich irgendwie mies. Ja, auch noch, komm. Aber jetzt können wir den kaputt machen. Jetzt können wir den kaputt machen. Mein Gott, ey, hier kriegt alles irgendwie Buffs, Buffs, Buffs. So, jetzt machen wir das wie folgt. Wir legen die Klerikerin. Wir heilen den. Und wir vernichten den. So. Dann machen wir den platt. So. Das kriegen ja auch wieder alle. Daran denkt man dann auch irgendwie nicht, ne? Und dann gehe ich auf den. So machen wir das. So machen wir das. Was haben wir bekommen? Ah, setzt den Angriff eines Dieners auf den Wert, der seinem Leben entspricht. Hallo, Sorg. Ach, Kacke. Ach, du machst die kaputt, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber okay. Jetzt können wir ja gleich mal diese Massenbannung da einsetzen eigentlich, ne? Warum habe ich die nicht vorher schon eingesetzt? Dann haben wir doch, dann hat, kriegt der nichts mehr am Plus und der, zack. Ach so, eine Karte wird auch noch gezogen. Krass. So, dann können wir dem hier noch zwei Leben verpassen. Drauf. Und heilen. So. Jetzt haben wir noch eine Klerikerin. Wenn wir den jetzt in der nächsten Runde, können wir den wieder hinsetzen. Den vor allem, die Klerikerin. Dann können wir den noch mal heilen, dann können wir wieder eine Karte ziehen. Ja, aber so ist das dann. Ne? Und du ziehst und du ziehst und du ziehst und irgendwann hast du keine mehr. Ach, Mann. Ja, das ist irgendwie auch so eine Arschlochkarte. Entschuldigung für meine Wortwahl. Ah, ja, ja. Ist jetzt die Frage, ne? 8, 9, 10. Ich bin gerade am Überlegen, wie viel Schaden wir so machen. 10 Schaden kriegen wir jetzt hin. Beziehungsweise. Nee. 5. setzt den Angriff. Achso, dann haben wir ja sogar weniger. Aber wenn ich den jetzt heile. Kacke. Wir kriegen den nicht kaputt, ne? 5. Okay, wartet mal. So. Die heilige Nova können wir trotzdem noch einsetzen. Nee, wartet mal. Verdoppeltes Leben. Dann haben wir 16. Setzt den Angriff. Dann haben wir 16 und dann haben wir ihn. Priester ist so eine Arschlochklasse, ne? Ich stehe auf Priester.
Das war jetzt aber echt pures Glück. Ja, das ist es halt, ne? So ein Priester, der kann halt irgendwie von jetzt auf gleich unglaublich schnell irgendwie das Spiel drehen. Und ich habe das Gefühl, das ist die einzige Klasse, die das wirklich so gut hinkriegt. Ja, das war jetzt auch mal wieder ein echt cooles Spiel gewesen. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, aber gut. Trotzdem soll es das jetzt erstmal gewesen sein, ihr Lieben. Tipps für den Priester nehme ich sehr, sehr gerne entgegen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.